Was ganz wichtig ist, ist ganz frischer Meerrettich. Wer möchte den schälen und dann natürlich rein? Harte Aufgabe. Ja, harte Aufgabe. Taucherbrille empfohlen. Du hast es gestern Nacht noch probiert. Ja, richtig. Selber entwickelt das Projekt. Richtig, genau. Ja, mach mal ein bisschen ein paar Blätter noch mit, aber keine Stiele mit rein. Ne? Es hat auch Stiel, wenn keine Stiele drin sind. Ja, weil sonst beißt ihr. Löffel. Ich habe schon einen Löffel abgegeben. Ja, fränkischer Burger. Nein, Burger. Kein Fleischkäse. Fleischkäse ist was anderes. Fleischkäse ist die Semmel mit drin. So, und dann darf jeder seinen eigenen Burger formen. Ja, ich kann ja mal eine vormachen und jeder darf sich dann einen nachmachen. Ne? Darf jeder einen formen. Und zwar ungefähr in der Größe des Brötchens. Und schön flach. Also es soll kein Fleischstückchen sein, sondern Burger. Und dann hier auch noch ein bisschen. Okay, wir haben ja ein Kind, das sucht die Mama. Vielleicht vorher einen Würfel. Teppanyaki. Tetsu ist japanisch und heißt Eisen, Pan heißt Platte, Yaki heißt gebraten. Und deswegen heißt das Gerät Teppan Yaki. Die Grundidee aus Japan, aber hergestellt wird sie dagegen von München. Okay. Dann meinst du, so idealerweise abnehmen. Das einzige Abnehmen, was mir gelingt. Komm mal. 10 Minuten, darf ich da ein bisschen drüben sprechen? Ruhig, ruhig, drauf, drauf. Ja, ruhig, einfach. Wenn es dann hält, dann wieder anders gut. Perfekt. Super. Genau. Ja. Habt ihr schon rumgedreht? Wir haben schon. Ja, die erste Kuhle ist schon komplett fertig. Wie ist die Stimmung in der Küche? Gut. Eine vor und dann darf sich jeder den eigenen Burger bewegen. Weil die Vegetarierin darf natürlich nur Sauerkraut nehmen, oder? Die muss nicht das andere. Lass uns da geht's zu. Ja, so geht's auch. Da ist der Müll hinterher. Jungs, wir sind fertig. Jetzt machen wir noch einmal eine Vorführung, wie er ausschauen sollte. Und dann darf jeder seinen eigenen Burger machen. Das Rezept hier hast du dir selber ausgedacht. Ja, wir haben uns überlegt, was wir machen. Und dann habe ich mir gedacht, es sollte ja was zumindest Franken, was Fränkisches sein. Genau. So. Susanne, darfst du auch mal? Ja, man kann es Miss Frankenburger nennen. Genau. Dankeschön, Marie-Louise, Gabi und Dankeschön, Herwig. Ich mache mir jetzt vom Acker. Ne? Ja, ich weiß, du willst beim Abschwimmen da sein. Da habe ich so gut drin, sage ich jetzt mal so. Auch wir haben natürlich ein hektisches Leben, wir Frauen, Kinder, Beruf, vielleicht sogar noch ein bisschen hektischer. Teppanyaki. Tetsu ist japanisch und heißt Eisen, Pan heißt Platte, Yaki heißt gebraten. Und deswegen heißt das Gerät Teppanyaki. Die Grundidee aus Japan, aber hergestellt wird sie dagegen von München.